Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, mein Name ist Matthias Scharinger. Da ich annehme, dass es ihr gefallen wird, lese ich jetzt die Tweets von Alina aus dem Monat März 2022 vor. Hertha BSC, Hertha BSC, 5. März. Uns bewegen derzeit viele Themen. Mit dem Berliner e.V. Und LSVD rufen wir zum Aktionsmonat gegen Homo- und Transfeindlichkeit auf. Auch mit unserer Kapitätsbinde setzen wir uns für mehr Sichtbarkeit von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Breitensport ein. Hashtag Hertha für Vielfalt. 7. März. Das war so süß. Und dann meinte, lass nächstes Mal deine Kopfhörer auf. Mir ist das hier auch zu viel. Und war so unnormal süß von diesem Mann. Für ihn war es so selbstverständlich zu helfen. Was es leider in Berlin nicht ist. Ach, er hat meinen Tag versüßt. 7. März. Können wir kurz festhalten, dass es noch nette Menschen gibt? Der Mann an der Kasse hat gemerkt, dass ich nicht mehr so ganz da bin, in Klammern dissoziiert, und hat seine Kasse geschlossen. Hat mich rausgebracht, hat gewartet, dass ich mich beruhigt habe und hat mich dann weiter abkassiert. 7. März. Ich fahre seit 2 Monaten schwarz, weil das geschissene Amt nicht hinbekommt, meinen Schwerbehindertenausweis zu bewilligen, kriege am Mittwoch meinen Aktivrollstuhl, aber ich bin ja nicht behindert. Grüße gehen raus ans Versorgungsamt. 7. März. 2 Stunden Techniktraining zu zweit. Mein Körper ist gefickt. Am 8. März hat Alina retweetet rbb24. @rbb24. Beim Hertha BSC. Training hat Typhoon, Hashtag Korkut, der Mannschaft eine deutliche Ansage gemacht. Hashtag Hertha BSC. Hashtag Bundesliga. Hashtag Bobic. @rbb_sport. 10. März. Oh mein Gott, endlich kriege ich meine Lebensqualität wieder. Ich kann mich wieder außerhalb der Wohnung bewegen. 11. März. Fahrt zum Abend dieser Jungs. Fand es dann lustig, mich zu verfolgen. Fazit zum Abend. Diese Jungs fanden es dann lustig, mich zu verfolgen. Ende des Lied ich hatte den übelsten Krampfanfall am Bahnhof. Als ich wach, vier waren seine Täter irgendwann. Mir fehlen leider die Erinnerungen. Dürfte ich dann voll gedröhnt nach Hause. 10. März. Bis jetzt schon 2-mal dissoziiert, weil dumme Jugendliche sich hier schlagen müssen und 2-mal auf dich fliegen, du sie darauf hingewiesen hast und es dann scheißegal ist und sie rumschreien. Und weitermachen, einfach respektlos. 11. März, fühle ich. 13. März, meine intensive Betreuung ist jetzt für 2 Wochen in Urlaub. Und es läuft jetzt schon alles scheiße. Ich hasse es. 13. März, heute geht's das erste Mal feiern. Hoffentlich geht alles gut. 13. März, ich habe mir jetzt Regelgesetz. Immer wenn der RTW mich auf der Straße nach einem Anfall aufgabelt, steche ich mir ein Piercing. 14. März. TWS-Störung. Meine Therapeutin möchte ich, dass ich alles aufschreibe, was ich esse und dass ich die Kalorien von vor Ort noch trinke. Mit Frisobin. Der Haken an der Sache ist, bloß ich esse nie mehr als 1000 Kalorien am Tag. Das kann ich und möchte ich nicht alles nachtrinken.
14. März. Genieß den Augenblick, denn der Augenblick ist dein Leben. 15. März. Meine Haare sind anders nervig. 15. März. Traumrollstuhl ist beantragt. 15. März. Endlich nach 2,5 Stunden Notaufnahme wieder entlassen. Krampfanfälle sind einfach nervig und ekelhaft. Ich hasse die Hashtag KPTBS. 15. März. Heute geht nichts mehr außer schlafen. Alina retweetet. 14. März. Alina retweetet. WM 2006. Bilder, die was mit mir machen. @Kai_Räumer. Jan Henkel. Wenn Sie mir am Wochenende auch nur eine einzige Ihrer dummen Fragen stellen, schiebe ich Ihnen Ihre beschissene schiebe ich Ihnen Ihr beschissenes Premiere-Mikro so tief in den Arsch, dass Sie auf der Aufnahme Ihren Herzschlag hören können. 15. März. Bräuchte ich gerade einfach mal eine Pause von meinem Leben. 16. März. Ich merke immer mehr, dass die Essstörung mich kaputt macht und ich einfach nichts gegen machen kann. 18. März. Heute war ich nach langer Zeit wieder in der Stadt und es war so aufregend, aber zur Belohnung gibt es einen Bubble Tea. 20. März. Hatte heute Nacht mehrere Krampfanfälle. Mehrmals den Kopf angeschlagen mit Platzwunde. Wenn mir jetzt noch irgendeiner sagt, Krampfanfälle sind doch harmlos, weiß ich nicht, was ich mit dem mache. 21. März. Heute ist Welt-Down-Syndrom-Tag. Zum Zeichen von Toleranz und Vielfalt. Tragen Sie am 21. März bunte Socken. Mach mit uns jetzt ein Zeichen. Setzt. Also, da hat sie nachgeschrieben, Stern setzt. Also hat sie gemeint, sie hat vorhin einen Fehler gemacht und setzt mit uns ein Zeichen. 21. März. Ich liebe diese Kopfhörer. Seit ich sie habe, ist der Stimming so viel besser geworden. Zu viele Reize, Kopfhörer auf den Schaukelstuhl und es wird so schnell besser. Lauft. 23. März. Berlin und dann ein Smiley aus Doppelpunkt und Klammer. 23. März. 3 Krampfanfälle in einer Woche. 2-mal Notaufnahme, ich werde arm, wenn es so weitergeht. 25. März. Was ist bei manchen Menschen falsch im Kopf? Warum schreie ich jemanden einfach so ins Gesicht? Was gibt denn im Kopf ab, was ein bisschen verwirrt? Ich laufe jetzt auch bei Leuten einfach vorbei und mache manche Leute. 27. März. Mein Fuß taub, mir echt alle Nerven. Im Moment, es funktioniert einfach nichts mehr. 28. März. Ich kriege morgen um 10 Uhr meinen Rollstuhl, bin gerade so happy. 28. März. Fühle ich. 29. März. Er ist da und ich bin so unfassbar glücklich. 29. März. Alle in meinem Umfeld haben Corona, aber Hauptsache Maskenpflicht fällt weg. Corona geht in den Urlaub und kommt im September da wieder. 30. März. Es war alles gleich, wie sonst auch. Alle Leute kannte ich. Ach, ich hasse es so. Will irgendwann die EM, WM und Paralympics mitspielen. Und die Hashtag KPTBS machen wir da einen Strich durch die Rechnung. 23. März. Die Hashtag KPTBS ist ein kleines Arschloch. Hatte heute ganz normal Training wie seit einem halben Jahr. Und heute hat nichts funktioniert, einfach gar nichts. Die ganze Zeit dissoziiert, sobald ein Ball hinter mir gespielt wurde, war ich wieder weg. Ich hasse es. 30. März. 2019 habe ich noch mit meinem Fußballverein die Eröffnungsfeier vom DFB-Pokal
im Olympiastadion gemacht. Jetzt fahre ich im Rollstuhl dran vorbei. Ich hätte niemals gedacht, dass sich das Leben so schnell ändern kann. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen.